Seit Anfang des Jahres sind die Preise für einige PlayStation 3 Spiele förmlich explodiert. Was in den USA angefangen hat, hat jetzt auch bei uns Einzug gehalten. Ich zeige euch heute die wichtigsten, die Spiele, die am teuersten geworden sind für die PlayStation 3. What is up, YouTube? Und seid herzlich willkommen zu die PlayStation 3 Preise explodieren, sie gehen durch die Decke. Vorweg muss ich ein paar Sachen erklären, bevor wir uns die fast 20 Spiele, die hier neben mir liegen, komplett einmal in Ruhe anschauen. Wichtig zu sagen ist, alles, was ich gleich erzähle, das habe ich selber recherchiert. Und zwar zum Anfang Mai diesen Jahres. Na, das heißt, wenn Zukunfts-Du dieses Video in ein, zwei Jahren guckst, dann ist das vielleicht alles obsolet und ja, die Dinger sind noch teurer geworden. Wer weiß das schon? Dazu muss ich auch sagen, alle Informationen stammen von Price Charting gemischt mit eBay. Das heißt, ich habe mich bei jedem Spiel da wirklich durchgewühlt. Wie sind Auktionen aufgestellt? Wie sind sie ausgegangen? Und was steht auf Price Charting? Price Charting sagt ihr, was ist Price Charting? Das ist eine Webseite, wo historisch getrackt wird, wie Spiele auf eBay zu Ende gegangen sind. Das funktioniert wunderbar für amerikanische Spiele. Bei PAL ist das ein bisschen tricky, denn PAL ist nicht gleich PAL. Was soll das heißen? Naja, du hast zum Beispiel eine PEGI-Version in UK, die vielleicht wesentlich mehr kostet als die italienische PAL-Version oder nochmal einen anderen Preis als bei uns in Deutschland die USK-Version. Ich habe mich da durchgebuddelt, habe dann immer bei eBay geguckt, sodass die Preise eigentlich ziemlich gut untermauert sein müssten. Die Preise, die wir uns angucken zu den Spielen, beziehen sich jeweils auf die ZIP-Version. Das heißt, wenn es irgendwo eine Disc-Only-Version gibt oder auch in neu, habe ich das nicht beachtet. Ja, wir wollen wirklich gucken, was kostet ein Spiel in komplett. Nicht sealed, nicht nur die CD, wirklich in komplett. Samt Anleitung, alles andere habe ich jeweils ignoriert. Ich meine, wir sammeln, wir wollen unsere Spiele doch komplett haben. Außerdem ist zu sagen, da viele der Spiele in den letzten Monaten wirklich einen riesen Sprung gemacht haben, ja, die haben sich teilweise verdreifacht oder auch vervierfacht im Preis, sehen Sold-Auktionen oftmals noch anders aus. Ja, das heißt, wenn du in die verkauften Auktionen guckst, siehst du zum Teil ja ganz andere Preise, als wie sie gerade angeboten werden. Ja, ich habe das versucht, da immer mit einzubauen. Für mich zählt natürlich, was ist der Wert, wie etwas sold ist. Aber genauso, wenn ich das Spiel jetzt gerade kaufen möchte, kann ich ja nur gucken, was wird wirklich gerade angeboten. Und das ist dann der aktuelle Marktpreis, wie er verfügbar ist, versus wie es vielleicht vorher mal verkauft wurde. Und ein noch, auch ganz wichtig, wir reden von der PlayStation 3. Wir reden nicht von der Xbox 360. Viele der Spiele sind natürlich nicht exklusiv für die PlayStation 3. Das heißt, es gibt Varianten, die natürlich für die Xbox wesentlich günstiger sind, ne? Das sollte man so ein bisschen beachten, bevor wir jetzt gleich ins Detail einsteigen. Ein Disclaimer noch, ich habe das natürlich alles selber recherchiert und ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken. Wenn ich das könnte, würde ich wahrscheinlich ja trotzdem Videos machen, aber jetzt hier am Strand sitzen oder so in meiner Strandhütte. Also, alles selbst recherchiert, ohne Gewähr und was mit den Preisen in Zukunft passiert, hey, wer weiß das schon? Ich kann mir nur Indikationen angucken und mir vorstellen, was vielleicht passiert oder vielleicht auch nicht. Den Anfang macht Spyro Dawn of the Dragon. Das ist ein ganz interessantes Exemplar. Das kostet laut Price Charting bei uns gerade im Schnitt 36 Euro. In den USA bist du aber schon bei 70 Euro angekommen. Guckt man sich nun die detaillierten Graphen dazu an, ne? Ist das in den USA so ungefähr zu Anfang dieses Jahres losgegangen mit der Preissteigerung und die amerikanische Version liegt derzeit bei rund 80 Dollar. Ja, auch wichtig, die Graphen werden auf Price Charting, wenn ihr da selber nachschaut, immer in Dollar angegeben und die anderen Übersichten kann man sich auch in Euro anzeigen lassen. Ja, also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch mal von Dollar spreche. Aber zurück zu Spyro und jetzt mal die PAL-Version, die deutsche Version. Bei uns ist die Steigerung noch nicht ganz so krass. Ne? Wenn du hier guckst, lag das Spiel letztes Jahr rund bei 30 Dollar und ist dieses Jahr auf 40 Dollar gesprungen.
Schauen wir uns das Ganze nun auf eBay mal live an, sehen wir, dass das günstigste Exemplar von Spyro in der deutschen USK-Version gerade um die 35 Euro angeboten wird. Sucht man nach der UK, nach der PEGI-Version, ja, die ist ungefähr 5 Euro teurer. In Sold bist du hierbei gerade bei so rund 30 Euro unterwegs. Damit total crazy, ja, ist das Ding in den USA quasi doppelt so teuer wie bei uns. Weiter geht's mit dem Puppenspieler oder in der US-Version The Puppeteer. Die amerikanische Version kostet laut Price Charting mittlerweile 70 Euro. Wir sind da ein bisschen günstiger dran mit noch 45 Euro, was aber auch schon ein ganz schön krasser Kurs für das Spiel ist. Die US-Version, ne, die ist Anfang dieses Jahres erst so richtig gestiegen. Ja, wo sie zum Jahreswechsel noch so 20, 25 Dollar gekostet hat, ist die dann einfach mal zack hoch auf 80 Dollar gesprungen. Ja, hat das was damit zu tun, dass die PlayStation Stores mal kurz schließen sollten? Ich kann mir das schon vorstellen, dass es da auch einige Panikkäufe in den USA gegeben hat, sodass der Puppenspieler im amerikanischen jetzt um die 80 Dollar kostet. Und wer jetzt sagt, ah Mensch Lars, das, wenn Price Charting das sagt, guckt mal hier ebay.com, die US-Seite von eBay und die Sold-Auktionen. Ja, das Ding ist wirklich so teuer in Amiland. Schauen wir uns mal die PAL-Version an. Die ist nicht ganz so teuer wie die US-Version, aber wenn man sich das preislich anguckt, hat die hier letztes Jahr noch um die 20, 25 Dollar gekostet und ist seit Ende letzten Jahres einfach mal auf 45 Dollar hochgesprungen. Schauen wir uns das Ganze mal bei unserem eBay an. Da findest du zur Zeit der Aufnahme gerade mal 7 Auktionen zu dem Thema und das günstigste geht für rund 40 Euro weg. Geht man von der USK-Version auf die PEGI-Version, ist es nochmal wesentlich teurer. Schaut man sich Sold an, ist es wesentlich günstiger. Es bleibt also zu erwarten, zu warten, was als nächstes passiert. Gleichen sich die nächsten Auktionen eher dem richtig hohen US-Preis an oder bleiben wir bei rund 30 bis 40 Euro. Weiter geht es mit Folklore, einmal in der US-Version und einmal in der deutschen PAL-Version. Laut Price Charting sind diese beide mittlerweile bei 70 Euro angekommen. Wir fangen wieder mit der US-Version an. Wenn man sich da anguckt, was es da für eine Steigerung wieder Anfang des Jahres gegeben hat, ja, der helle Wahnsinn, geht hoch bis 85 Dollar. Konnte ich nicht glauben. Ich habe auf ebay.com nachgeschaut und hey, die verkauften Auktionen da, da stehen sogar Exemplare um 100 Dollar. Gucken wir uns die PAL-Version an, da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Ja, das ist noch krasser, ja. Da hatten wir im März noch um die 20 Dollar laut Price Charting und sind jetzt bei 90 Dollar. What? Im richtigen Leben auf ebay.de werden gerade nur relativ wenige Folklore-Exemplare inkomplett angeboten. Hier bist du bei rund 45 Euro dabei. Das sind natürlich keine 90 Dollar, wie Price Charting sagt, aber gucken wir uns mal die PEGI-Version in UK an. Ja, hier bist du locker bei 75 Pfund und das, ne, das sind 85 Euro ungefähr umgerechnet und ich bin super gespannt, ob die USK-Version dem gleich tut und auch so weit steigen wird. Das Spiel ist auf jeden Fall genial. Blades of Time ist eine super interessante Story, wenn man sich das Preisniveau und die Preisentwicklung anguckt. Sowohl in den Staaten als auch bei uns kostet so ein Blades of Time derzeit um 30 Euro, sagt zumindest Price Charting. Wenn wir uns den detaillierten Graph auf Price Charting angucken, sieht man, dass es hier eine kleine Steigerung von so 10 bis 15 Dollar gegeben hat. Auch wieder erst vor kurzem. Wenn wir uns jetzt aber ebay.com angucken, erzählt
die Plattform eine ganz andere Geschichte. Da geht das Ding sold nicht unter $100 über den Tisch. Ja, das ist also gerade mächtig am Steigen und Price Charting hat diese Daten halt noch nicht alle aufgenommen. Der helle Wahnsinn, ja. $100 für Blades of Time. Schauen wir uns die PAL-Version an, sehen wir hier auch eine etwas moderatere Steigerung. Ne? Anfang des Jahres steht das Teil da für $20 und ist mittlerweile so bei $30-35 angekommen. Da wir aber bei der US-Version schon eine richtige Überraschung erlebt haben, habe ich gedacht, jetzt gucken wir mal, was denn mit Blades of Time bei eBay.de so los ist. Hier war das Spiel zum Zeitpunkt der Recherche nur ganze dreimal gelistet und da lag es bei so rund 35 €. Ob es hier eine ähnliche Explosion geben wird wie auf dem US-Markt, wo das Ding über $100 kostet, ja, das steht natürlich in den Sternen. Und wie gesagt, es sind gerade nur 3 Exemplare angeboten. Da ist es sehr schwer zu sagen, was danach passieren wird. Die Sold-Auktionen sind weiterhin relativ weit unten. Der Anstieg ist ja auch erst gerade scheinbar passiert. Und es ist super spannend zu beobachten jetzt, was als nächstes passiert. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass jemand diese 3 Auktionen einfach mal aufkauft und vielleicht ab morgen das Ding nicht mehr 35 kostet, sondern 50 oder 60. Oder, und das könnte ich mir auch genauso vorstellen, dass viele jetzt sagen, hey, das habe ich doch, das kenne ich doch, das verkaufe ich jetzt mal für 15, weil ich es nicht besser weiß. El Shaddai ist nicht nur ein Spiel, was man schwierig aussprechen kann. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ist nicht nur ein Spiel, was gut ist, wollte ich eigentlich sagen. Es ist richtig klasse, hat eine tolle Grafik. Nee, es hat auch einen mega Preissprung natürlich gemacht, sonst wäre es nicht hier im Video. Price Charting sagt, im Schnitt hat dieses Spiel 30 € gekostet, in den USA aber 70. Und wenn man sich das USA-Exemplar mal ein bisschen on Detail ansieht, sieht man, dass sich der Preis in den letzten 3 Monaten verdoppelt hat. Ja, wo das Spiel im Februar, März die Ecke noch rund $40 gekostet hat, kostet es heute auf einmal $80. Wieder mal, hey, kaum zu glauben, ab nach ebay.com und ja, diese Preisentwicklung wird hier bestätigt. Schaut euch mal die Sold-Auktionen an. Wenn wir uns jetzt das Ganze bei uns in der deutschen Version angucken, ist es total spannend. Im letzten Sommer hat das Ding laut Price Charting $12 gekostet und der Preis hat sich zum heutigen Tag verdreifacht. Das heißt, wir reden von rund $36. Das Ganze auf eBay.de mal schnell nachgeguckt und ja, tatsächlich, es gibt nicht sehr viele El Shaddais, die angeboten werden und die angeboten werden, kriegst du derzeit erst ab 25 €. Die God of War Collection Teil 2. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, viele dieser HD-Collections sind mächtig im Preis gestiegen, aber ich habe das Gefühl, die God of War Collection Teil 2 bricht hier alle Bahnen. Das Ding hat laut Price Charting im letzten Jahr so um die $20 gekostet und hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt so ungefähr verdoppelt. Das konnte ich aber nicht so ganz glauben, weil ich war mir sicher, das Ding ist eigentlich teurer. Also wie immer ab auf ebay.de und mal schauen, was da los ist. Und da müsst ihr aufpassen. Auch auf dem deutschen eBay wird sehr oft die amerikanische Version angeboten. Also sprich nicht die mit dem USK-Logo. Was bedeutet das? Die ist günstiger. Ja, ausnahmsweise ist ein US-Spiel tatsächlich günstiger als ein PAL-Spiel. Das günstigste Exemplar, was ich gefunden habe, kostet derzeit rund 50 €. Und wie bei vielen Spielen habe ich dann nicht nur bei eBay geguckt, sondern ich habe gesagt, was passiert eigentlich bei den Ankaufshäusern, bei den Medimobsen dieser Welt und bei Rebuy? Und wenn du bei Rebuy guckst, ja, da kannst du das auch kaufen. Da kostet das allerdings schon über 70 €. Bei Lollipop Chainsaw hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, das auf dieser Liste zu finden. Laut Price Charting ist die
europäische PAL-Version derzeit bei 30 Euro angekommen und die amerikanische Version sogar bei 50 Euro. Mit den USA angefangen gab es hier wieder den Sprung zum Anfang des Jahres, ja, wo wir Ende letzten Jahres noch rund 20 Dollar bei Price Charting angezeigt kriegen, liegt das Ding jetzt bei 60 Dollar. Wie immer habe ich natürlich bei eBay.com nachgeguckt und ja, no shit, da wird das Zeug sold, teilweise für über 100 Dollar gezeigt. In PAL ist das Spiel auch ziemlich gestiegen. Wie in USA hat es letztes Jahr noch so rund 20 Dollar gekostet und ist jetzt hochgegangen, hat sich verdoppelt auf rund 40 Dollar. Auch hier habe ich natürlich wieder auf eBay nachgeguckt und ja, das wird relativ selten angeboten. Du findest da viele japanische Versionen und wenn du dir mal das Spiel in ZIP findest, ja, dann geht das derzeit bei rund 50 Euro los. Verrückt. Wenn du übrigens von der deutschen USK-Version dir mal die englische Penny-Version anguckst, ist das völlig verrückt. Ja, da ist dieses Spiel all over the place. Ja, da gibt es verkaufte Auktionen mal total hoch und mal total niedrig. Es bleibt also total spannend, wie sich das Spiel bei uns weiterentwickeln wird. Silent Hill Downpour, ein Spiel, was ich nie auf dieser Liste erwartet hätte. Price Charting sagt, im Schnitt kostet dieses Spiel sowohl in den USA als auch bei uns 40 Euro. Und das, ja, das konnte ich fast nicht glauben. In den USA hat sich der Preis von Mitte letzten Jahres, rund 13 Dollar, bis heute mehr als verdreifacht. Ja, das Ding ist jetzt bei 50 Dollar angekommen. Wie verrückt ist das denn bitte? Gucken wir uns den PAL-Bereich an, ja, da war das Spiel recht stabil, das ganze letzte Jahr um die 15 Dollar und zum Anfang dieses Jahres hat sich das Ding auch verdreifacht und kostet jetzt bei uns laut Price Charting auch um die 50 Dollar. Schauen wir uns eBay.de an, wird das Spiel derzeit ganze zweimal für unter 30 Euro angeboten. Alles andere danach ist 40, 50 und höher. Gehen wir in den UK, in den Peggy-Bereich, also weg von der USK, sind die Preise ein ganzes Stück höher und da zahlst du schon gerne die besagten 50 Euro. Dusty, Sly Cooper HD Collection. Ich habe es euch in dem Video hier damals schon mal vorgestellt, dass die teuer ist. Ich glaube, das ist allseits bekannt. Aber habt ihr auch gewusst, dass Sly Cooper Thieves in Time, der einzelne Teil für die PlayStation 3, in den USA mittlerweile bei 35 Euro angekommen ist und bei uns bei 30? Wieder hat es in den USA zu ungefähr Anfang diesen Jahres den großen Sprung gegeben. Ja, so hat es sich vom letzten Jahr bei rund 15 Dollar dieses Jahr auf 30 Dollar eingependelt. Ja, der Preis hat sich somit verdoppelt. Schaut man bei eBay, sieht man noch ein viel krasseres Bild. Da habe ich das Spiel nicht unter 50 Dollar gefunden. Hier muss man dazu sagen, die Verkauftauktionen in Amerika sind teilweise noch wesentlich weiter unten. Bleibt also zu sehen, wohin sich der Preis entwickelt. Aber für uns natürlich viel interessanter ist die europäische Version. Und auch hier sieht man eine Verdopplung des Preises. Ja, von so rund 20 Dollar Anfang des Jahres sind wir mittlerweile bei rund 40 Dollar angekommen. Bei eBay, ne, habe ich hier ein ganz interessantes Bild zugefunden. Ich konnte das Spiel nur neu finden. Gebraucht war gerade nicht gelistet und die neue Version kostet 50 Euro. Ich habe dann nochmal wieder bei Medimobs und Rebuy geguckt. Jo, da bin ich fündig geworden. Da lag der Preis dann zwischen 40 und 60 Euro, je nach Zustand. Spider-Man, jawohl ja. Und das Schlimme ist, es gibt ganz viele Spider-Man-Teile für die PlayStation 3. Die sind auch alle nicht wirklich günstig. Aber der Teil, über den ich gerne mit euch reden möchte, den habe ich nicht. Den habe ich noch nicht und ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen, auf den das Spiel explodiert ist. So, wir legen die zwei zur Seite. Es geht nämlich um Spider-Man Web of Shadows.
Das Web of Shadows gibt es für sehr viele Systeme, das seht ihr auch hier in der Auflistung. Und das ist im Schnitt in Europa für 40 Euro über den Tisch gegangen und in den USA für 60. Wieder, und die Geschichte wiederholt sich, ne, ist der massive Sprung in den USA Anfang des Jahres passiert. Wo das Spiel letztes Jahr noch so rund 25 Dollar gekostet hat, zack, ist es zum jetzigen Zeitpunkt auf das Dreifache, auf 75 Dollar gesprungen. Ja, konnte ich wieder nicht glauben, ab auf ebay.com. Ja, und eBay in USA, was zeigt mir sold? Sogar 75 Dollar und mehr. Schauen wir uns jetzt den PAL-Bereich ein bisschen näher an, haben wir auch eine Verdopplung bekommen, auch seit Anfang des Jahres. Ja, von rund 20 Dollar zum Ende des letzten Jahres sind wir heute bei rund 40 Dollar angekommen. Schauen wir uns eBay an, ja, da findet man das Spiel ab 35 Euro aufwärts, eher teurer. Die Sold-Auktionen sind teilweise noch so um 25 zu finden, aber wenn wir uns die europäische Peggy-Version angucken, sehen wir hier ganz klar einen Preis von 40 Euro und auch mehr. Ratchet & Clank, ja, auch wieder eine großartige Serie. Es gibt auch wieder eine HD-Collection, die ist auch relativ teuer. Aber mittlerweile werden auch die einzelnen Titel für die PlayStation 3 immer teurer. Und ich habe euch mal drei Beispiele rausgesucht, wo das ziemlich deutlich wird. Als erstes Ratchet & Clank Nexus. Ja, auch hier gab es wieder eine Verdopplung des Preises und du wirst das Spiel derzeit nicht unter 35 Euro kriegen. Schaust du dir die Peggy-Version an, ist die nochmal wesentlich teurer. Quest for Booty. Ja, auch hier gibt es wieder einen sehr großen Sprung zu beobachten und das ist relativ einfach erklärt. Du kriegst die deutsche USK-Version immer noch um die 20 Euro, aber die englische Peggy-Version ist umso teurer. Woran liegt das? Relativ einfach. Das Spiel ist Europa-exklusiv. Das haben die Amis nicht bekommen. Die PlayStation 3 ist region-free. Also werden sich sehr viele Leute das Spiel aus Europa, wahrscheinlich aus England, importieren. Der letzte Ratchet & Clank-Teil, den ich euch zeigen möchte, ja, ist der günstigste. Ne? Und ich glaube, da geht noch was. Ja, das Spiel hat sich auch im Preis verdoppelt. Ne? Es fing mal an letztes Jahr mit so rund 10 Dollar und ist jetzt ungefähr bei 20 Dollar angekommen. Genauso findest du es auch bei eBay. Ja, da zahlst du so rund 20 Euro für. Schaust du allerdings in der Peggy-Version, in der UK-Version, bist du hier schon bei 30 Euro. Ja, und ich glaube, das wird sich alles vielleicht noch so ein bisschen annähern. Die Ratchet & Clank-Teile sind aber auch einfach nur großartig. Und es kommt jetzt ja auch der neue Teil für die PS5 raus. Ja, das heißt, die Popularität scheint hier ein wenig nach oben zu gehen. Lost Dimension. Ja, was wäre eine Preisliste von Videospielen ohne ein Spiel von Atlus? Price Charting zeigt ein interessantes Bild. In Europa kostet das gute Stück im Schnitt 25 Euro, aber in den USA das doppelte 50 Euro. Schaut man sich die amerikanische Version im Detail an, ja, da sieht man, dass sich der Preis verdreifacht hat. Ne? Letztes Jahr noch rund 20 Dollar, mittlerweile 60 Dollar. Auf ebay.com habe ich übrigens nicht mal ein gebrauchtes Exemplar gefunden. Es gab nur eins und das war sealed und da wollte der Verkäufer 300 Dollar für haben. Schaust du sold bei eBay in USA, ja, da bist du zwischen 60 und 70 Dollar, was schon ein ziemlich stolzer Preis ist. In PAL ist diese Steigerung ein wenig schleichender. Der Preis hat sich aber auch verdoppelt. Bei eBay, und das ist total komisch, findest du das Spiel neu für 20 Euro und gebraucht ab 30. Klingt komisch, fand ich auch und habe ich gekauft. Hier ist es, das neue in Anführungszeichen Lost Dimension. Und ich nehme mal meinen Preisaufkleber ab, so merke ich mir die Preise immer. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, da ist hier keine Banderole. Ich weiß, die ist nicht auf allen Spielen, aber trotzdem kommt mir das total spanisch vor. Und wir machen das jetzt mal auf, ja? Sealed, ey. Ha. Und ich bin total gespannt, was ich jetzt hier vorfinde. Ne? Ob das da wirklich neu drin ist
ob das ein Händler resealed hat oder. So. Ja, alles gut. Hier drinnen ist es wirklich neu. Ja. Die CD ist quasi unbenutzt, wenn man sich das Manual anguckt. Das ist alles noch neu. Trotzdem, ob das Original Shrinkwrap war, die Originalfolie, war nicht zu bezweifeln. Aber trotzdem, ne, in Gebraucht kostet es derzeit ab 30. Ich habe es für 20 in neu gekauft und ja, jetzt kann ich sogar spielen. Juhu! Bei dem Spiel muss ich ein bisschen aufpassen, da kriege ich nämlich immer ganz freundliche Kommentare von euch. Die Rede ist von keinem geringeren Spiel als Yakuza, ne? Yakuza, besser? Yakuza Dead Souls, jawohl. Das Spiel ist auch eine ganz, ganz interessante Story. In PAL kriegst du das Spiel für rund 30 Euro. In Italien sogar teilweise in neu für den Preis. Und in den USA kostet es 70 Euro. Zumindest sagt das Price Charting. Interessant ist aber, dass die Special Edition, und die habe ich hier in der Hand, nur 20 Euro kostet. Komisch, oder? Wir gucken uns das mal genauer an. Am krassesten ist die amerikanische Seite des Spiels, ja? Da hat das Spiel letztes Jahr 13 Dollar gekostet. Und wenn du jetzt mal guckst, wie das hochgegangen ist, alter Verwalter, der helle Wahnsinn. Ich habe mir das dann natürlich wieder auf ebay.com angeschaut und ja, das kostet wirklich, das geht zu Ende in Auktionen zwischen 80 und 100 Dollar, ja, total verrückt. Aber was ist jetzt mit unseren deutschen Versionen, mit den PAL-Versionen und mit dieser schönen, und ich finde die wirklich schön, mit dieser richtig hübschen Special Edition? Laut Price Charting ist der Preis hier auch, ja, mäßig in die Höhe gegangen. Wir liegen mittlerweile bei rund 40 Dollar. Bei eBay wiederum findest du das Spiel interessanterweise nicht mehr unter 50 Euro. Anders ist es halt bei der Special Edition. Die findest du zum Teil noch für ja, rund 40 Euro. Total verrückt und ich finde die richtig schön. Wie gesagt, Yakuza, ich habe es wieder richtig gesagt, hoffe ich, einmal eine Runde gegen Zombies, voll cool und eine voll verrückte Preisgeschichte. Mal sehen, ob sich das hier auch noch in die Höhe bewegt. Shadows of the Damned ist nicht nur ein total abgefahrenes, cooles Zombie-Horror-Crazy-Spiel, es ist gegebenenfalls auch eine Chance. Das Spiel liegt nämlich in Amerika bei rund 60 Euro, wo es bei uns bei rund 20 Euro liegt. Wieder sehen wir den gleichen Sprung, den wir jetzt schon an ganz vielen Stellen in USA gesehen haben, zum neuen Jahr, also zu der Ankündigung, dass der Store zumacht im März vielleicht oder. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass alle auf einmal die PlayStation 3 so geil finden. Ich kann es euch nicht sagen, aber hier hat sich der Preis mal wieder verdreifacht. Ja, im Dezember noch 15 Dollar, jetzt heute 60 Dollar. Wieder Price Charting kann mir ja viel erzählen, auf ebay.com gegangen und ja, die verkauften Auktionen sprechen bei Shadows of the Damned für sich. So. Aber wie ist das bei uns? Auch unsere PAL-Version hat einen ganz schönen Sprung gemacht und ist mittlerweile bei rund 25 Dollar. Das ist natürlich kein Vergleich zu der amerikanischen Version. So, aber nochmal beim deutschen eBay geguckt und da findet man ein ziemlich interessantes Bild meiner Meinung nach. Hier findet ihr das Spiel ja noch ein paar Mal, 3, 4, 5 Mal unter 20 Euro in der USK oder in der FSK 18 Version vielmehr. Und dann gibt es einen Sprung auf 30, 40 Euro und mehr. Schaut man sich die PEGI-Version allerdings an, also die UK-Version, kriegst du das Spiel nicht mehr unter 50 Euro. Und wer es denkt, okay, ist die deutsche Version vielleicht geschnitten? Nee, habe ich auch nachgeguckt, habe ich auch erst gedacht, ist sie nicht, die ist komplett uncut. Ich könnte mir vorstellen, dass die paar wenigen unter 30 Euro Titel hier relativ schnell weggehen und wir eine Angleichung sehen. Ich habe keine Glaskugel und nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Aber der US-Preis ist hochgegangen, dann ist der UK-Preis jetzt schon weiter oben und ich könnte mir vorstellen, dass da die deutsche Version nachzieht.
Azura's Wrath. Ein weiteres Spiel, ja, was ich auf dieser Liste einfach mal nicht erwartet habe. Ja, ich habe das Spiel im Kopf gehabt als so 10 Euro Budget-Titel. Ja, da habe ich mich scheinbar geirrt. In den USA ist das Ding mittlerweile bei, was? 70 Euro angekommen, jawohl ja. Da haben wir in Deutschland noch Glück, weil laut Price-Charting sind wir erst bei 30 Euro. Wenn man sich den Graphen anguckt und die Geschichte wiederholt sich schon wieder, zum Jahreswechsel ist der Preis in den USA einfach mal explodiert und auf die 70-Dollar-Marke gesprungen. Und das nicht von etwa 50 oder 60 Dollar, nee, das Ding hat letztes Jahr in USA noch 25 Dollar gekostet. Alles kaum zu glauben, aber war wieder auf ebay.com in Amerika nachgeschaut und das Ding geht wirklich zwischen 70 und 100 Dollar über den Ladentisch. Wahnsinn. Schaut man sich jetzt die Details zu der PAL-Version auf Price-Charting an, ja, da sieht man so einen moderaten Anstieg von so 20 auf 30 Dollar. Das passt schon ein bisschen mehr in mein Weltbild. Auf den deutschen eBay-Seiten nachgeguckt, findest du die deutsche USK-Version derzeit nicht mehr unter 50 Euro. Was ist denn da passiert? Ja, und wenn du ein bisschen weiter guckst und dir in UK die Peggy-Version anguckst, ja, dann ist die noch wesentlich weiter nach oben gestiegen. Sold findest du das Ding locker noch für ein 20, aber scheinbar sind diese Zeiten vorbei. Siren Blood Curse. Und ich kann es euch nicht in die Kamera halten, weil ich habe es gerade erst gekauft. Jawohl, ja. Ja, macht nichts. Lasst uns trotzdem drüber reden. Siren Blood Curse ist ein Horrorspiel und hat laut Price Charting auch einen Riesensprung von 20 Dollar auf 60 Dollar gemacht. Hier muss man wissen, das Spiel ist Europa exklusiv. Das ist in den USA nicht erschienen. Schaut man sich die verkauften Auktionen bei eBay Deutschland an, liegt das Spiel bei rund 25 Euro. So weit, so gut. Schauen wir uns die UK Peggy-Version allerdings an, da sind wir bei rund 60 Euro angekommen. Und wenn wir jetzt gucken, wie das Spiel derzeit angeboten wird, haltet euch fest, das Spiel ist nur noch wenige Male unter 50 Euro zu finden. Und danach gibt es das Spiel noch relativ häufig, aber auch richtig, richtig teuer. Drakengard, der dritte Teil. Das Spiel habe ich euch in einem Hidden Gem Video schon mal vorgestellt. Es ist eine absolute Empfehlung und hier habe ich mich super erschrocken. Vorweg, das Spiel ist US-exklusiv. Das ist bei uns nur digital erschienen. Und damals gab es eine Beschwerde an Square, wo die Europäer gesagt haben, wieso kriegen das eigentlich die Amis und die Japaner und wir nicht? Und Square hat daraufhin eine auf 2000 Stück limitierte Drakengard EU-Version, eine PAL-Version gemacht, allerdings nur mit einem Download-Code. Schick sieht die trotzdem aus, aber es ist halt physisch so nicht zu haben. Die US-Version und dieses Exemplar habe ich selber in den USA gekauft für 25 Dollar. Und das war auch sehr lange der Standardpreis für Drakengard 3. Schauen wir uns Price Charting an. Hat sich Drakengard 3 in den letzten 2 Monaten im Preis verdreifacht. Ja, ich konnte das fast nicht glauben. Hätte ich das gewusst, hätte ich damals noch einen Container Drakengard mitgebracht aus Amiland. 90 Dollar, echt? In Deutschland derzeit, ja, mit Importgebühren nicht mehr unter 90 Euro zu bekommen. Und schaust du dir den amerikanischen Markt an, auf ebay.com ist ein Exemplar unter 100 Dollar und dann geht's mal locker flockig bei 150 Dollar weiter, ja. Der helle Wahnsinn, das Spiel ist mega gut, aber dass das so krass gestiegen ist, ja, das hätte ich nicht gedacht. Und das war sie, meine kleine, aber feine Auswahl von Spielen, die so massiv im Preis gestiegen sind. Und jetzt kommt ihr, lasst uns doch gerne da unten in den Kommentaren diskutieren, wie die Geschichte weitergeht. Werden die Spiele wieder zurück auf das alte Niveau fallen? Gibt es Ausnahmen, weil der Store jetzt ja wieder offen ist? Oder, oder? Und auch super spannend,
Habe ich ein Spiel übersehen? Gibt es weitere Spiele, die einfach massiv im Preis in die Höhe gegangen sind? Wir sehen uns da unten in den Kommentaren und ansonsten natürlich schon bald zu einem neuen Video. Bis dahin, euer Lario.